System D. Hallo. Ich bin der Dada und ich möchte ein bisschen über System D Generators erzählen. Wird auch kurz und knackig. Ja, Reveal.js mit Pandoc generiert. So. Erstmal, dynamische Systeme sind ziemlich schwierig. Also, das Ganze versucht System D ja so ein bisschen einfacher zu machen, indem es für alles Mögliche eine Unit anlegt, für Devices, für Mountpoint Services und Timer zum Beispiel. Und was diese System D Generators nun versuchen, ist so eine Transitionstechnologie einmal zu bauen, zum Beispiel System 5 Init Skripte, da werden Services erzeugt, die das wrappen. Und etcfs-tab daraus werden Mount Units zum Beispiel generiert. Und damit lassen sich auch so schöne Dinge bauen, wie diese Hooks in den Boot-Prozess rein, um zum Beispiel, bevor der normale Systemstart durchläuft, erstmal ein System-Upgrade läuft. Oder dass nach einem Resume bestimmte Dinge passieren oder dass System-D debuggt wird zum Beispiel. Außerdem gibt es auch noch Generatoren, die Umgebungsvariablen setzen und solche Dinge oder Umgebungsvariablen erstmal generieren und die können dann gesetzt werden. Und die Idee des Ganzen ist so, ich führe irgendwelche Executables aus, die mir ganz früh im Boot Unit-Files bauen und die dann ins Dateisystem legen und dann halt starten. Ja, ist quasi ein Konfigurationsgenerator für System.D mit Templating und allem. Es gibt diese Calling Conventions für diese Generatoren, die sind halt irgendwelche Executables, und die müssen in diesem Pfad liegen. Und die kriegen drei Argumente, dieses Normal Dir, dieses Early Dir und dieses Late Dir. Und dahin generieren sie dann Unit Files. Normal Dir sind normale Priorität, Early Dir wird ein bisschen später gecallt, Late Dir noch später. Bei mir lokal liegt eigentlich nur was in diesem Normal Dir drin. Und man kann die auch nochmal neu ausführen mit diesem System Control Daemon Reload, was halt alle Unit-Files neu lädt. Dementsprechend muss es auch alle Generatoren neu ausführen. Deswegen dauert das manchmal ein bisschen länger, je nachdem wie langsam die Generatoren sind. Es ist empfohlen, dafür möglichst viel Templating zu nutzen. Also es gibt ja diese Service-Templates von System.D, wo man ein Parameter hinten reingeben kann und der dann entsprechend substituiert wird, wenn die Unit geladen wird. Außerdem können Generatoren Abhängigkeiten bauen, indem sie halt in diese Unit.Wants, Unit.Target und Unit.Requires Verzeichnisse Symlinks reinsetzen. Was man beachten sollte, ist, das Ganze passiert sehr, sehr früh im Boot-Prozess. Das heißt, man hat keinen Syslog und Journal ist auch nicht da. Man sollte darin auch keine Units starten, weil dann alle Abhängigkeiten kaputt gehen, weil man baut sich ja noch die Units. Nicht unbedingt alle Dateisysteme sind da. Man kann ja auch Mount-Units zum Beispiel bauen. Zum Beispiel für irgendwelche Home-Partitionen und so gibt es ja auch Mount-Units, die automatisch generiert werden. Aus der FS-Tab zum Beispiel. Und es kann sein, dass die parallel ausgeführt werden, das heißt, man darf auch nicht auf andere Generatoren dependen. Kurze Sache zur Performance. Sollte man nicht unbedingt mit Bash machen, weil solange nicht alle Generatoren durchgelaufen sind, startet das der normale Bootprozess noch nicht. Und die Manpage empfiehlt, das lieber in C oder irgendeiner anderen System eine Ansprache zu machen. Debugging. Ja, ist schwer, man hat halt kein Syslog. Dementsprechend sollte man auch nicht allzu viel Magie versuchen. Man sieht nämlich nur im Endeffekt, was dabei rauskommt. Deswegen sagt die Manpage, okay, Debugging, mach halt so, erstell dir ein Temp-Dir und dann generiert dir dein Zeug rein und wenn das nicht passt, was rauskommt, hast du wohl was falsch gemacht. Das Ganze lädt ja dazu ein, quasi in diesen, es sind ja Executables, die werden früh beim Systemstart gestartet, könnte man jetzt im Prinzip als Init-System benutzen. Hat auch die Manpage schon erkannt, dass Leute das wahrscheinlich versuchen werden und sagt, nein, dafür gibt es dieses System.D System 5 Generator. Das ist ein Executable, was das Init.D durchgeht, etc. Init.D. und automatisch Service Units für alle darin enthaltenen Skripte erstellt. Das heißt, wenn jemand das schon mal gesehen hat, zum Beispiel auf CentOS 7 oder sowas, gibt es das noch häufig,
dass es halt noch Init-Skripte gibt, die aber halt gerappt werden durch Services. Dementsprechend tauchen auch alle Daemons, die gestartet werden, dann als Service auf. Es gibt auch diesen Anwendungsfall, dass man manchmal so dynamisch Konfigurationsdateien für seine Daemons bauen möchte. Zum Beispiel, wenn man irgendwo einen Routing-Daemon hat und dann macht man dynamische Netzwerkkonfigurationen und deployt das automatisch oder sowas. Was man nicht machen soll, ist diese Systemd-Generators dafür benutzen. Dafür sind sie nicht gedacht, sie sind dafür gedacht, Unit-Files zu bauen. Konfigurationsdateien soll man lieber dann halt in irgendeinem Service bauen, der auf den Service, den man konfigurieren will, dependet, beziehungsweise andersrum. Beispiele für diese Generatoren, da möchte ich gleich noch ein paar zeigen, ist zum Beispiel der FSTAPT-Generator, den ich schon erwähnt habe, der Debug-Generator, mit dem man halt diesen Prozess debuggen kann, den Boot-Up-Prozess, der Getty-Generator, der einem Terminals baut, Gettys auf den verschiedenen TDYs spawnt, und der System5-Generator, den habe ich auch schon erwähnt. Außerdem gibt es noch den SystemD-Environment-Generator, beziehungsweise verschiedene, die einem Dateien bauen, die in Umgebungsvariablen enthalten, die dann in zum Beispiel in User-Sessions also User-Slices für SystemD reingeladen werden und dann halt als Umgebungsvariable zum Beispiel für SystemD dienen können. Quellen für meinen Vortrag, ja, Manpage. Ansonsten habe ich hier nochmal die Slides verlinkt. So, gehen wir mal raus. Schauen wir uns mal an die Beispiele. Und zwar hatte ich ja gerade schon gesagt, ein SystemD Environment Generator. SystemD Environment Generator. Ja, das ist eine Manpage und ihr könnt das gerade nicht lesen, wahrscheinlich wäre es zu klein. Ist so. So, die funktionieren so, dass es gibt wieder diese Executables und da kann man sich auch mal eigene schreiben, das geht auch, die leben dann halt in zum Beispiel etc. Und die generieren einfach Dateien, wo drin steht, Umgebungsvariable ist gleich. Das ist ganz praktisch, weil es gibt auch den einen Generator, der aus kann ich ja mal zeigen. Environment D. Ja, genau. Der aus hier aus dem Config liest, dann kann man hier seine Umgebungsvariablen reinschreiben und das hat den wunderbaren Vorteil, dass das im System User Slice diese Umgebungsvariablen auch gesetzt sind. Das heißt, alle Service, die man so selber startet, haben die auch gleich gesetzt, die Umgebungsvariablen. Was allerdings nicht funktioniert und was für mich etwas verwirrend war, ist, die werden nicht automatisch in die Login Shell importiert. Ja, und dann funktionieren Dinge nicht. Was man aber natürlich machen kann, ist die Schrift größer machen und in zum Beispiel seiner Fisch einfach diese alle importieren, weil es gibt halt dieses Kommando, was dann die Umgebungsvariablen wieder exportiert. So. Dann gibt es diesen wunderbaren Debug-Generator. Falls man das Ganze mal debuggen muss, sollte natürlich nie vorkommen. Genau. Dem kann man auf der Kernel-Command-Line dann ein paar Parameter mitgeben. Und dann startet er das System so, dass eine Debug-Shell gestartet wird. Und man kann Units masken, das heißt, man kann Units entweder ersetzen durch andere Units oder man kann sagen, halt da mal an eine Unit. Und dann macht man eine Debug-Shell auf und dann kann man halt gucken, wo im frühen Boot-Prozess zum Beispiel Dinge kaputt gehen. Ja, das wäre auch schon mein Vortrag. Fragen und Anmerkungen?